Handwerk hat eine lange Tradition. Alltägliche Dinge und was oft selbstverständlich erscheint, ist nur dadurch möglich. Vom Bäcker, Friseur über Glaser, Maler, Dachdecker, Tischler bis hin zum Feinwerkmechaniker, Kraftfahrzeugtechniker oder Holzspielzeugmacher reichen die Gewerke. Viele Handwerker entscheiden sich ganz bewusst für eine Weiterbildung zum Meister als Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Auch wenn es einige Berufe gibt, für die der Meisterbrief nicht mehr Voraussetzung für die selbstständige Ausübung des Handwerks ist. Trotzdem sehen das viele junge Leute nach wie vor so, dass der Meister ein Qualitätssiegel darstellt und er unbedingt erforderlich ist, um später auch dann junge Menschen auszubilden. Dazu gehört also der Handwerksmeister. Und wir merken immer mehr, dass also in den sogenannten nicht zulassungspflichtigen Berufen auch die jungen Leute die Meisterausbildung dann durchführen möchten. Auch 15 junge Leute aus dem Musikinstrumentenbau gehen 2012 diesen Weg. Sie wollen weiterführen, was schon mehr als 300 Jahre Tradition hat. Handwerkliche Fertigkeiten, höchste Präzision und Leidenschaft verbindet Geigenbauer, Holz- oder Metallblasinstrumentenmacher mit ihrem Beruf. Ulf Reichelt ist einer von ihnen. Schon seine Vorfahren haben im Musikinstrumentenbau gearbeitet. Bereits in jungen Jahren stand fest, er möchte selbst in dieser Branche und im Handwerk tätig sein. Der Umgang mit dem Blech, wie sich das verformt, und das hat mich fasziniert und das wollte ich halt alleine. Ein B-Waldhorn fertigt der Metallblasinstrumentenmacher als Meisterstück an. Die Bauform und der Klang haben es ihm angetan. Das Horn an sich gefällt mir als Instrument. Die ganze Form, der Klang von dem Instrument finde ich für mich persönlich sehr schön.20 Jahre Berufserfahrung liegen hinter Ulf Reichelt. Er hat für sich persönlich den Entschluss gefasst, den Meister zu machen. Dabei dachte er nicht nur an sich selbst, sondern vordergründig daran, sich in der Firma B&S noch besser einzubringen. Zwischen Lehrer und Meister, das ist meine persönliche Meinung, da muss man ein Stück reifen. Von der Person her und auch von den ganzen Fertigkeiten. Doch auch ganz junge Gesellen entschließen sich zu diesem Schritt. Anne Schneider sieht die Meisterschule als Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fertigkeiten zu erweitern. Die Holzblasinstrumentemacherin baut Dudelsäcke. Also wir bauen nicht die schottischen Dudelsäcke, sondern so die Spezialität ist der irische Dudelsack, die Illenpipe, und dann eben deutsche und französische Dudelsäcke. Schon immer hat die 26-Jährige gerne mit den Händen gearbeitet. Bei einem Praktikum fand sie vor allem Gefallen an der Arbeit mit Holz. Die Instrumente, die sie baut, sind sehr speziell. Umso mehr interessiert sie sich auch für die Fertigung anderer Instrumente. Ich wollte es einfach auch generell auf Holzblasinstrumente noch erweitern und auch natürlich die ganze Akustik, die ganze Theorie, die dahinter steht. Ihr Meisterstück zu spielen erfordert weit mehr Vorbereitung als bei anderen Blasinstrumenten. Trotzdem sieht es Anne Schneider als Teil ihres Berufes, auch das zumindest ansatzweise zu beherrschen. Man kann quasi ein komplett fertiges Instrument bauen, was toll aussieht. Aber wenn man es nicht spielen kann, kriegt man es nicht so eingerichtet, dass es nachher auch gut klingt. Dass ein Meistertitel in seinem Handwerk noch hohen Stellenwert hat, davon ist Marco Ackert überzeugt. Der Geigenbauer hat sich auf den Kontrabass spezialisiert und sich für sein Meisterstück viele besondere Details einfallen lassen. Also ich habe praktisch einen Löwenkopf geschnitzt und eine Randeinlage, eine doppelte Randeinlage, die seltener ist bei Kontrabässen. Sein Vierviertelbass gehört für ihn zu den formschönsten Instrumenten. Schon in der Lehrzeit wurde Marco Ackert klar, dass er seinen Traumberuf gefunden hat. Einen hohen Anspruch hat er an seine Arbeit und die Instrumente, die unter seinen Händen entstehen. Die Verbindung zu dem Kontrabass ist eigentlich im Laufe der Lehrzeit und nach der Lehre immer weiter gewachsen. Und ich habe mich sehr dafür interessiert und versuche immer weiter zu kommen und deshalb auch die Meisterprüfung, um noch viel dazu zu lernen und zu wissen. Ein besonderer Moment ist es, wenn das eigenhändig gebaute Instrument erklingt. Traditionell nach dem Abschluss des Meisterlehrganges im Musikwinkel organisiert die Handwerkskammer eine Festveranstaltung für alle Absolventen.
In feierlichem Rahmen werden die Instrumente vorgestellt und zum ersten Mal angespielt. All die Mühe, Kraft und Zeit, die in den vergangenen Monaten aufgewendet wurde, wird in diesem stimmungsvollen Augenblick belohnt. ...136 Meisterabschlüsse gab es seit 1989 im Musikinstrumentenbau. Auch wenn es gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben ist, so ist es noch immer ein absolutes Qualitätssiegel in dieser Branche. Neue Wege können die frisch gebackenen Meister nun gehen. Egal ob in der bisherigen Firma oder der Selbstständigkeit. Sie zeigen, dass sich ein Engagement für den Beruf in jedem Fall lohnt.